Eine Kennzahl, die die letzten Jahre dankenswerterweise mehr in den Vordergrund gekommen wird, ist die Futtereffizienz. Das Verhältnis von gefüttertem Futter zu der Milchmenge, die ich tatsächlich von den Tieren nachher vermarktet habe. Und hier sehen wir, wenn ich von ein auf zweimal pro Stunde anschiebe, fressen die Tiere gar nicht mal mehr. Die leichte Tendenz zu einer niedrigeren Futteraufnahme von 18,8 auf 18,2 ist nicht signifikant in dem Versuch gewesen. Aber was wir sehen, der gesündere Pansen lässt das Tier effizienter mehr Milch produzieren. Wir haben einen signifikanten Anstieg der Milchproduktion durch einen signifikanten Anstieg der Futtereffizienz. Und das ist der Schlüssel, der mit der gleichen Ration, die sie das gleiche gekostet hat, mehr Geld verdienen lässt.